Und damit willkommen zurück. Nico, fahr runter zu den Docks von Manea. Ich will dir ein Angebot machen, Amico. Alles klar, mein Freund. Unsere Mutter ist stolz auf uns, aber mein Vater ist besorgt, weil seine einzigen Kinder Soldaten sind. Ja, das sind... Ups, ich hoffe, sie lebt noch. Manea wurde befreit, meine Freunde. Die verhasste die Ravello-Milit. Tja, jetzt müssen wir alle Zeugen töten. Aus der Stadt gejagt. Vive la revolution, mi fratres de sorores. Wir fühlen, dass wir im Hauptquartier immer weniger Munition kriegen. Sorry, keine Zeugen. Oh, tut mir leid. Ich bin keine Expertin, aber langsam glaube ich, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Solange wir Rico haben, steht das Volk hinter uns. Keine Zeugen. Ich glaube, der Stadt ist das Schlimmste, was hätte passieren können, dass wir da sind. Aber okay. Nichts macht so viel Spaß wie Motorradfahrer umkicken. Das war schon in GTA 5 meine Lieblingsbeschäftigung. Ich will bei der Bildung der nächsten Regierung eine tragende Rolle spielen. All das bedeutet nichts, wenn wir nicht zum Rechtsstaatsprinzip zurückkehren. Ja, ja. Komm schon, Rico. Damit können Marios Garagen nicht anfangen. Befreie Cava Gemino Sud. Dort findest du bestimmt Pläne. Oh mein Gott, eine Minigun. Rico, du hast es geschafft. Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Okay, werden wir das tun. Dieser Ladebildschirm, aber zum Glück ist der Ladebildschirm schön kurz. Was, man kann die Wände hier wegklatschen? Das will ich sehen. Mach schon, Rico! Okay. Ey, hetz mich nicht. Ich hab in der... Sind eure Garagen alle an den Docks? Mein Onkel und einige Cousins. Mitten in der Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Oh, glaub mir, das schaffen wir. Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Finde er selbst raus. Wir werden das sowas von hinkriegen. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Das schätze ich auch. Da war ein angefangener Schrei, der hat aufgehört. Warum auch nicht? Es wäre schön, wenn wir mal endlich auf dem Weg fahren könnten. Ich meine, bisher sind wir die meiste Zeit irgendwie. Bist du schon da? Sonst wo gefahren? Nein, wir sind noch nicht da. Oh, ernsthaft, hänge ich jetzt hier fest?
Danke. Warum kommt jetzt die Miliz? Shit, ein Sniper. Ach komm, dann... Ja, genau. Ist doch kacke. Scheiße, die Reichweite reicht nicht aus. Ups. Ich hab da mal was hochgejagt. Okay, ich sollte mich echt weniger ablenken lassen hier im Spiel. Warte, du willst, dass ich dir diesen Roller bringe? Warum? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Deine Karte hilft dir, meine Garagen zu finden. Hopp, hopp. Ja, genau, wir werden verfolgt. Und dann fahren wir mit diesem schäbigen kleinen Roller. Vorsicht, ich werde verfolgt. Einfach hinter ihm fahren, shit. Tja. Die haben aber auch Probleme. Und so zieht Varon wieder dran vorbei. Und ist jetzt außer Sichtweite. Mal wieder erfolgreich geflohen. Jetzt versenke ich den Roller im Wasser und kann die Mission nochmal von vorne machen. Als ob wir wirklich entkommen sind. Okay. Muss ich jetzt so akzeptieren? Gott, nicht ins Wasser. Zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. Okay. Fahrzeug freigeschaltet. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Geduld, Rico. Ich hab doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Schnapp dir einfach ein paar von den Signalleuchten dort. Und? Hast du sie? Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich schon. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellen-Abwurf-App aus, was du brauchst. Ich denke, wir brauchen diese Waffe hier. Dann diese Waffe. Diese Waffe. Und, gucken. Eventuell diese Waffe hier. Dann, ach so. Ach so, nächstes Mal kann ich nur... Ja, mach doch weg da. Ich sehe doch nicht, was ich machen soll. Das ist doof geregelt.
Ja, ich wähle was aus der Fahrzeugkategorie. Ach, really? Ich kann nicht das wählen, was ich will. Ja, du kriegst den Helikopter. Also wirf die Signalleuchte zu einer Stelle, an der genug Platz zum Starten und Landen ist. Und voilà! Nicht schlecht, Mario. Ich dachte schon, der fällt jetzt ins Wasser. Darauf kannst du wetten. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los! Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Das ist nämlich eine Deluxe-Waffe, die in der Gold-Edition erhältlich ist. Rico, du musst die Provinz Vaya befreien. Um die Provinz Muss Vaya ich das? Zu befreien, musst du alle Städte, Vorposten und Stützpunkte dort befreien. Das Einzige, was dir in Vaya noch fehlt, ist Vis Electra. Zerstöre die Stützpunkte und dann sieh zu, dass du verschwindest. Okay. Vis Electra. Wo ist Vis Electra? Dann werden wir Vis Electra wohl kaputt machen, nicht wahr? Zusammen mit den neuen Waffen, die ich jetzt habe. Kein Problem sein. Vis Electra. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Das könnte Ärger geben. Das geht auch freundlicher. Oh lol, ich kann hier unten dran. Rico, ich sehe, du bist bei Vis Electra. Die Anlage wurde in 8 Wochen von Sträflingen gebaut, aber der Strom kommt nicht dem Volk zugute. Geh da rein und spreng alles in die Luft. In der Regel sind Militäranlagen rot markiert. Ja, also konzentrier dich auf sie. Ist doch egal. Okay. Und auf einmal, wie lange ich da immer drauf schießen muss. Das nervt nämlich ein bisschen. Weil ich die Tasse dafür wirklich jedes Mal Rico, selbst drücken die muss. Viel lieber würde ich erstmal aus dem Gebiet der Sniper raus. Schön, wie diese Benzintanks explodieren, Rico. Ja, ja, Granate. Boom, Überraschung. Deaktivieren hier irgendwas, okay. Was soll ich denn deaktivieren hier? Gut, jetzt Nummer 2, bevor das System zurückgesetzt wird. Wo ist Nummer 2? Ey Jungs, es wäre echt einfach, wenn ihr mir sagen könntet, wo Nummer 2 ist. Da unten. Ja, lass los da. Sniper kann mich mal. Das ist die zentrale elektrische Einheit. Das Ding ist kugelsicher, aber garantiert nicht explodiert. Kein Sand. Dumm gelaufen. Jag die Transformatoren hoch. Streut Sand in die Tiefe der Stromversorgung der Armee. Kleine Warnung für Leute mit Epilepsie. Das ist wie ein getarntes Clownauge. Okay, was haben wir hier für Autos? Nehme ich gerne. Ah, die Turbinen sind immer noch angreifbar.
Wenn das so ist, zack, zack. Und zack, zack. Das habe ich auch schon gemerkt. Hier eins dran. Dann so schnell wie möglich hier wieder weg. Dann jagen wir die erstmal in die Luft. Den da hinten. Zack. Tiefe verwenden wir wieder. Unsere allseits beliebten Haftbomben. Aber die sind echt bombastisch. Was nicht bombastisch ist, ist dieses flackernde Licht die ganze Zeit. Die flackert, diese Scheißlampe flackert mir jetzt schon seit 2 Stunden in mein Gesicht rein. Ist aber nur noch weh im Auge. Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. Okay. An diesem Punkt ist die Frage, wie kommt man hier hoch? Und ich habe es geschafft. Okay. Ja, 2 verschenkt für nichts. Wie zieht man denn hier? Ich habe das Gefühl, es geht hier gar nicht. Sehr sympathische Lache. Dieser kackendreiste Sniper da hinten. Aua, nein, 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 nein. Jetzt sterben ist gar nicht gut. Und mach den Abflug, komm. Sind ja überall welche. Au, au, au. Zurück in die Steinzeit. Stellt sich mir jetzt eine Frage. Was fehlt noch? Ich würde ja gerne. Ach so. Ich hab ja. Du hast dir in die Hose gekackt. Ich glaube, jetzt glaube ich dir. Oh nein, das ist gar nicht gut. Und ich bin mal wieder zu inkompetent, um zu fliehen. Ach ja, das mit dem Inkompetenz kommt bei mir relativ häufig vor. Volltreffer. Komm da voll rein, puttern. Jawohl. Nächste, komm. Rico, voll reinbuttern. Jetzt hier einmal um die Ecke. Und als nächstes. Voll reinhalten da. Wir brauchen ihn!
Tja, ihr braucht Hilfe. Ich glaube, ihr braucht ein neues Lager. Das war's für euch. Das war witzig. Wo machen wir weiter? Hey, und der Stretch macht uns das Biberger. Verdammt. Tower. Ich hätte was los, als du überlebst. Was brauchst du? Ja, du hast die Ravello und Flo ins Ohr gesetzt. Und Costa del Porto wird in Kürze die volle Wucht seiner Enttäuschung zu spüren bekommen. Ich dachte, das interessiert dich und deinen Kumpel vielleicht. Danke, Sheldon. Mario, bist du da? Ich hab's gehört. Wir treffen uns vor der Stadt. Oh, hier gibt's Waffen. Gut. Einsteigen, junge Dame. Seid gegrüßt im Rahmen der öffentlichen Bauab. Würde ich jetzt nur zu gerne hören. So, wo soll ich hin? Durch unseren geliebten General Di Ravello wurde Vis Electra entfernt, damit unsere Energiepolitik grüner werden kann. Das sind nun kontrollierte Routinesprengungen, also keine Sorge. Das gilt auch für den Umstand, dass ein Bewaffneter gerade mein Handy konfisziert hat. Viva Medici. Ah ja. Und wohin sollen wir jetzt? Sollen wir eine Automission machen jetzt hier, weil da so ein Stern dran ist? Nee, das sind einfach nur Sachen, wenn irgendwas neu ist. Wie werden denn Missionen angezeigt? Ich habe keine Ahnung, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.